Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Liebe Zuschauer, danke schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit zwei wahnsinnig feschen Frauen, einmal die Maike und einmal die Christine. Und zwar werden Sie jetzt sagen, jetzt ins Plätzchen backen, spinnende Weihnachten ist ja schon vorbei. Aber es gibt Plätzchen, die bäckt man nach Weihnachten. Warum? Weil sie so gut sind und da kann man sich gar nicht abessen. Also, und jetzt würde ich sagen, jetzt starten wir einmal, aber jetzt schauen wir zuerst einmal ganz kurz, denn die Maike ist die Chefin vom Theater. Jetzt werden Sie sagen, wow, so eine junge, fesche Chefin, ist halt so, gell, Maike? Wie lange bist du schon dabei? 10 Jahre. 10 Jahre Chefin vom Theater. Und die Christine? Ich bin im Marketing vom Theater. Ja, das ist ja schon klar. Aber wie lange bist du dabei? Seit April jetzt. Also gut. Ganz frisch. Also fast ein Jahr. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz ins Theater. Hallo, herzlich willkommen bei uns zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch erstmal rein. Herzlich willkommen bei uns im Wohnzimmer. Ich bin die Maike. Ich bin die Christine. Genau, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was von uns. Das sind unsere Hausmanager. Die zwei kümmern sich darum, dass abends alles immer reibungslos bei uns abläuft. Genau, hier hinten geht's weiter mit der Garderobe. Und dann hier auch noch Bad, Toiletten, alles, was man sonst braucht, en suite. Genau, dann haben wir hier an der Bar sitzt zufällig gerade unser Koch. Der gönnt sich noch einen Drink, bevor es dann gleich losgeht. Hier haben wir die Rita. Die schaut, dass immer alles super ordentlich ist. Die ist auch gerade schon fleißig am Putzen. Genau, unsere gute Seele im Haus. Genau. Und wenn es weitergeht da vorne, dann sind wir im Esszimmer angelangt. Und da haben wir natürlich den schönsten Part am Abend und die Show. So, dann zeigen wir euch noch unsere Küche. So, hier sind wir jetzt in unserer Küche angelangt. Hier bereiten wir jeden Abend bis zu 400 Menüs zu. Das geht ganz easy von der Hand, also. Nein, natürlich nicht. Also, das macht unser liebes Küchenteam mit der Leitung von Alfons Schubeck hier in Schubecks Theater. Maike, jetzt heute haben wir Plätzchen backen. Jetzt sagt man sich, warum noch Weihnachten Plätzchen backen? Ich habe es erst schon gesagt, weil es so gut sind. Bäckst du gerne? Magst du das gerne? Ja, also ich habe das in meiner Kindheit schon immer mit meiner Mama gemacht. Und ja, das ist so eigentlich so das Hobby an Weihnachten. Da freut man sich dann schon auf Weihnachten. Und dann fängt man an, mit der Familie Plätzchen zu backen oder mit den Freunden. Und jetzt habe ich die Christine dieses Jahr mal ins Boot geholt, weil wir immer gesagt haben, wir wollen zusammen backen. Ja, dann vielleicht auch fürs Theaterbüro. Genau. Dann freuen sich die Mitarbeiter. Dass wir was zum Essen gibt. Gell? Genau. Tust du auch backen manchmal? Ja, auch gerne. Ja, doch. Oder packt dich die Wut beim Backen? Nein, nicht. Gell? Nee, ich eigentlich sagen, nicht. Jetzt muss ich Plätzchen auch noch backen. Herrschaft nochmal. Nein. Aber es gibt Leute, die machen das auch wirklich gerne mit Leidenschaft. Und ich finde das auch gut. Das sind so Plätzchen, wenn es so klar sind. Langt man leichter hin, wenn man so einen Stickel hat. Das ist so, oh, mit Fuß, da wäre ich so dick. Aber wenn ich euch zwei anschaue, dann muss ich sagen, irgendwas müssen die Plätzchen haben, dass man so schlank bei bleibt. Ihr, da ist Ihr Freund die ganzen Plätzchen weg. So. Genau, und ein paar habe ich auch mal verbrennen lassen. Also. Ja, aber das ist normal. Ja, und was passiert. Auch normal ist, dass man den Teig immer ein bisschen probiert, oder? Ja, ja, das schmeckt kommt besser. Auch mal vor. Aber jetzt müssen wir mal, jetzt gehen wir ganz kurz aufs Theater. Wir sind ja da jetzt, also ich mache es ja, glaube ich, 13 Jahre, jetzt weiß ich nicht, 13 oder 14 Jahre. Ich glaube schon länger. Oder 17, glaube ich. Gottes Willen. Also, wenn wir gleich schauen da. Und du machst es, weil du da hineingewachsen bist. Ich meine, dass du das gern machst, das merkt man ja. Aber hast du das schon immer gern? Es gibt ja oft einen Beruf, wo man sagt, mein, jetzt muss ich das auch noch machen, weil mein Vater das macht, jetzt muss ich das machen. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, möchte ich eigentlich Friseurin oder irgendwas anderes werden. Oder hast du das immer schon gern auch gesehen, das Theater? Ja, also bei mir ging das ganz früh los. Da war ich noch ganz klein und mein Vater hat mich zu diversen Zirkussen und Shows mitgenommen. Und meine Familie erzählt es mir immer, ich saß da wie ein Auto und war erstaunt, was da auf der Bühne passiert ist. Früher wollte ich dann auch mal Akrobatin selbst werden. Ui. Ja, mit 13. Ja. Da gab es eine Künstlerin, die hat mich fasziniert. Und dann habe ich gesagt, okay, das würde ich auch gern mal. Und dann irgendwie doch mit 19 hat sich das Blatt gewendet und ich bin doch eher hinter die Kulissen und habe das dann einfach
eher aus dem Büro aus organisiert. Wobei das hinter den Kulissen genauso schwierig ist oder genauso. Da musst du jeden Tag höchsten Einsatz bringen, damit es funktioniert. Das schaut für die Leute super aus, wenn man da sagt, das Zelt ist voll, es läuft da so wie Butter. Aber Butter läuft es nur, wenn hinter den Kulissen alles stimmt. Genau. Und das weißt du ja selber, dass man manchmal sagt, da müssen wir noch feilen, das müssen wir noch machen. Und zwar im Guten, dass wir letztendlich eine gute Show bringen für die Leute, die uns jeden Tag besuchen. Ja. Ja, wir organisieren jetzt schon die neue Saison. Wir haben schon die Meetings im Büro. Das heißt, ein Jahr vorher beginnt das bei uns schon im Büro. Die Künstler müssen ja gebucht werden. Und wenn es am Anfang gut organisiert ist, dann hat man dann auch eine schöne Saison und die Gäste gehen natürlich glücklich aus dem Zelt. Was hast du gemacht, Christine, bevor du ins Theater gekommen bist? Ja, ich war auch schon im Marketing tätig, aber in einem ganz anderen Bereich. Also da war ich in der Architekturbranche mit keinen Endkunden und deswegen ist es jetzt für mich super aufregend und was total schön ist, weil es einfach das Produkt so toll ist. Also ich bin auch totaler Zirkusfan und ja, das Theater ist dann noch mal eine Spur besser, muss man wirklich sagen. Ja, ist anders. Es ist klar, einfach, die Atmosphäre, also da war ich wirklich geflasht. Geflasht gleich? Ja, nein, aber doch. Ich meine, es stimmt schon, das ist schon was Einzigartiges. Da muss man mal gewesen sein. Wer da nicht dort war, der kann das nicht sagen. Die Leute sind begeistert und mitgerissen da. Gell? Ja, das ist immer so, wenn jemand fragt, so, was machst du denn? Das ist irgendwie immer so schwierig, in Worte zu fassen. Heutzutage kann ganz man das ja mit Videos auf dem Handy zeigen. Ganz genau. Dann kann man sich es einigermaßen vorstellen. Aber wenn man sagt, ja, Show und Essen, dann hört sich das immer so, weiß nicht so genau. Aber wenn man dann die Atmosphäre sieht, die ist einfach einmalig. Und das ist auch das, was mich freut. Ich sage ja immer am Abend, wenn Sie nicht wissen, was Herrschinger soll, wenn jemand Geburtstag hat. Ja. Weihnachten hat man meistens vermasselt. Sagt, schon wieder das falsche Parfüm, die falsche Krawatten. Wie kann ich jetzt das ausmerzen? Und da gibt es nur eins. Was gibt es da? Theatergutscheine. Jetzt haben wir es gesagt. Theatergutscheine. Und die sind wirklich klasse, ob jung oder alt. Die Leute sind einfach begeistert, wenn sie dann rausgehen und sagen, das hat mir meine Tochter geschenkt oder das hat mir meine Mama geschenkt oder wie auch immer. Und da sieht man, dass diese Show für jung und alt ist. Die Leute sind einfach, die können sich mal 3 Stunden ein bisschen fallen lassen und das richtig genießen. So, und jetzt genießen wir mal, was für Plätzchen machen wir denn, backen wir denn? Also wir haben uns für die Hilderbrötchen entschieden. Genau, mit einer selbstgemachten Johannisbeer-Gelee-Füllung. Und es schmeckt einfach super, ist fruchtig und... Genau. Und jetzt würde ich sagen, jetzt rühren wir es einmal ein bisschen zusammen, oder? Genau. Du gehst jetzt darüber, ja. Weil jetzt wird gearbeitet. So. Ich darf zuschauen. Also. Also ich weiß noch, früher habe ich das immer mit der Hand alles geknetet, aber wir sind der Meinung, dass es ganz gut ist, wenn man vorher die Butter ein bisschen schaumig schlägt. Sehr gut. Dann wird es so ein bisschen fluffiger. Deswegen machen wir sozusagen erstmal die zimmerwarme Butter. Sehr gut. Genau. Zimmerwarme Butter. Genau. Denn da scheitern nämlich viele. Da rühren sie rum. Genau. Es geht nichts weiter. Ja. Und wenn die Butter herauswasche, zimmerwarm ist, dann lässt sie die wunderbar massieren. Man kann ja nicht sagen, schlagen. Es ist ja eine Massage, die Butter jetzt kriegt. Genau. Die wird dann gestreichelt. Genau. Und dann machen wir den Zucker noch dazu. Langsam. Währenddessen kann man auch schon mal die Nüsse mit dem Mehl vermischen. Da habe ich jetzt zur einen Hälfte Mandeln und zur anderen Hälfte Haselnüsse. Die Haselnüsse geben so einen schönen Nussgeschmack, genau. Also ein bisschen stärker. Und die Mandeln sind schön dezent. Das kann man machen, wie man möchte. Mandel ist eine edle Nuss auch, gell? Schmeckt sehr gut. Ja. Ich bin auch ein totaler Mandelfan. Genau, und dann sieht man noch eine Hälfte Dinkelmehl und eine Hälfte Weizenmehl zusammen. Eine Hälfte Dinkelmehl, eine Hälfte Weizenmehl. Das, was mir gut gefällt, ist, dass ihr das siebt. Ja, die meisten hauen das einfach rein, ist eh wurscht. Aber so kriegt man es ein bisschen feinporiger, genau. Ein bisschen schöner, wie man Puderzucker drauf streuen würde. Genau. Ja, genau, sehr schön. Nur rein damit. Also das hat meine Mama schon immer gesagt, als Kind immer schön das Mehl. Ja, meine sieben. Oma, meine Mama auch total. Aber meistens backen doch Frauen, oder? Also die meisten, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich finde, ich habe jetzt selten einen Mann da gehabt, der Plätzchen gebacken hat, außer es war der Konditor. Aber sonst ist es so ein Privileg der Frauen, die das gerne und leidenschaftlich machen. Da gibt es ja immer bis zu 20 verschiedene Plätzchen. Also Wahnsinn. Gell? Wie viel machen wir halt zwei? Eine Sorte. Machen. Eine Sorte. Eine Sorte, jawohl. So, ich mache dann bei mir noch die zwei Eier rein. Sehr schön. Das ist ja sehr schön aufgeschlagen jetzt, oder? Genau. Ja, nur rein damit. Super. Habt ihr schon öfters einmal gemacht? Ja, also die sind so auch im schwäbischen Raum, habe ich das Gefühl, ziemlich
Du auch? Ziemlich gern gesehen. Du ja, ich komme auch ursprünglich aus dem Schwäbischen. Nein, man hat die auch schon mal gemacht. Letztes Jahr. Ja, die habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Also ich habe das Gefühl, die meisten lieben die Plätzchen mit Marmelade, weil das halt doch irgendwas Frischeres ist. Ja, und saftiger. Genau. Ja. Dann kommt bei mir noch Zitrone. Die Zitrone rein. Die haben wir Zitronen. Schon vorbereitet. Abrieb bitte. Genau. Ja. So, jetzt haben wir praktisch die Butter schaumig geschlagen mit den Eiern. Die handwarme Butter, die zimmerwarme Butter. Du hast jetzt vermengt die beiden Mehle mit den Nüssen. Genau. So, und jetzt wird es dann irgendwann sich treffen. Und sagen, Mensch, Maja, endlich treffen genau, wir uns. Genau, jetzt kommt es so ein bisschen Dipfel rein. Dann. Jawohl. Sehr schön. Sagen wir mal so, das wird jetzt sauber verrührt. Dann ein bisschen verknetet, dann der man so einer dicken Wurst zusammenrollen. Und jetzt machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ich merke natürlich, dass ihr euch, oder du dich, entschuldige, bei dir weiß ich es noch nicht so, beim Backen richtig gut auskennst. Ich merke schon, dass du bei deiner Mutti wirklich gebacken hast. Denn jetzt erkläre mal unserem Zuschauer, die Rolle muss liegen, stehen, noch eine Stunde, noch am halben Tag. Wie lange sollen denn die, weil da machen die meisten mit den Fehler, dass sie es zu schnell weiterverarbeiten und dann ist der Teig spindig. Ja, funktioniert der wird ja auch so klebrig. Ganz genau. Dann genau mit der Zeit. Also ich lege den Teig mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, genau, damit das von der Festigkeit auch fest wird, dass man den auch schön ausrollen kann und dass nachher beim Ausstechen, dass der Teig auch nicht an den Ausstechern kleben bleibt. Deswegen machen wir den mindestens eine Stunde in den Kühlschrank oder halt man kann den auch über Nacht einfach in den Kühlschrank legen. Also ja, Hauptsache in den Mach Kühlschrank. Macht nichts aus. Genau. Hauptsache kühlt. Genau. So, und jetzt werden wir ihn ausrollen, gell? Genau. Also wenn am besten handliche Stücke, dass man das genau. So für macht. Handliche Stücke, da schau her. Und jetzt möchte ich mir ein bisschen wissen, Maike, was hast denn du an ganz Weihnachten gekocht oder gemacht? Oder wie war denn das bei dir? Ja, also ich habe meine ganze Familie zum Essen bei mir eingeladen. Also meine Schwester hat schon 2 Kinder mittlerweile. Und die waren alle zu Besuch. Und dann habe ich aus dem Teatro ein bisschen Fleisch mitgenommen. Da war noch was übrig. Oho. Da haben wir ein bisschen Hirschrücken sozusagen für den Hauptgang mitgenommen. Aber ich glaube, das war in Ordnung. Total. Ich finde es überhaupt gut, dass man nicht immer die Gans macht oder nicht immer die Ente macht. Ja. Es kann auch mal wild sein. Und wild passt wunderbar in die Jahreszeit. Schmeckt super und ist etwas, was nicht fett ist. Und wo keine Angst haben, sie nimmt jetzt ein bisschen zu. Außerdem schiebt sie 5 Knödel rein. Das ist was anderes. Das magst du sehr gut übrigens, so. Gell? Wollte da nur mal ich glaube, so ich bin schon fertig. So, ja gut. Und was hast du gemacht? Ja, an Weihnachten auch mit der Familie natürlich. Und ich war wirklich spät dran mit den Weihnachtsgeschenken, muss ich sagen. Also da bin ich so vor Weihnachten noch ein bisschen in den Stress gekommen. Aber ich habe dann meiner Familie Theatergutscheine geschenkt. Die Lösung war ganz einfach. Aber ich sag das, das mag jetzt nicht viel ausschauen, wenn nur so ein Gutschein kommt. Aber die Wirkung nachher. Das ist grandios. Da ist jeder begeistert. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ja. Gute Idee. Hast du sehr gut gemacht. Und jetzt stehen wir aus. Genau. Also man muss halt immer schauen, dass man bei den Brötchen, dass man da immer einen oberen Teil nimmt und einen unteren Teil, damit man oben die Marmelade halt auch sieht. Und das Problem ist, es gibt mittlerweile auch andere Ausstecher. Da kann man irgendwie einfach nur so drauf drücken. Wir haben ein bisschen die altmodischere Variante. Da muss man halt dann schauen, ja, dass nichts kaputt geht. Nichts genau. kaputt geht, aber wir haben uns halt schön. Eben für die Herzen Aussteller. Entschieden. Und von den sehr Herzen gibt es das eben und nicht. Und wo gibt es die Herzl? Wo gibt's die? Ja, bei uns im Theater natürlich. Also im Theater, genau. Wir haben gedacht, fürs Büro nehmen wir unsere Theatro-Herzen. Da freuen sich doch hier alle. Das ist doch symbolisch für alle. Genau. Ihr macht es sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da auf so einer Platte lässt sich es auch gut ausrollen. Man muss aber schauen, dass das nicht zu warm ist, weil sonst pappt das alles. Aber hier auf der Platte geht es super. Genau. Richtig man kann schön. Auch immer ein bisschen Mehl dran machen noch. Das ja, ich mache immer so Mehl habt so ein bisschen ihr hin und her. Jetzt, nachdem das ja gleich Silvester ist, habt ihr gute Vorsätze? Habt ihr schon was überlegt? Was kann ich anders machen? Wie kann ich es machen? Wie war denn das alte Jahr?
Also wie immer halt natürlich mal wieder mehr Sport. Aha. Naja, also Entschuldigung. Also ja, ihr zwei brauchst du nicht. Die Zeit ist trotzdem. Da würde ich jetzt sagen, der Papa darf mal Sport machen. Ja. Und dann macht man doch lieber was zu Hause gemütlich im Winter, anstatt in Sport zu gehen. Genau. Gerade lieber so in Tee der dunklen trinken. Jahreszeit. Genau. Also der Vorsatz ist jedes Jahr dabei. Und da muss man dann halt immer schauen, ob das wieder im neuen Jahr passiert. Und sonst weiß ich nicht so genau, aber du? Ja, bei mir ist es auch so, dass man nimmt sich immer viel vor. Ja. Aber ich finde, man sollte sich eigentlich sichtbare Ziele stecken. Und nicht nur sagen, in dem Jahr will ich das erreichen, sondern eher schauen, dass man das, was man sich so ein bisschen vornimmt, abarbeitet, ja, rangeht und nicht schiebt. Die meisten Leute schieben zu viel. Und dann kommen sie gar nicht auf die Idee, dass wir was Neues machen wollen, weil sie den alten Zirkus noch gar nicht haben. Mhm. Und deswegen ist so, ja, dieses so sagen, ist auch der Weg das mach Ziel. Jetzt das, ganz genau. Ganz genau. Vornimmt und, das und man ist auch stolz, weißt du, wenn man, also wenn ja, ich so eine Abnehmer bin und sage, so, jetzt ist Fastenzeit. Die Fastenzeit, die können zurück machen. Ich halte davon wenig. Ich halte davon, dass man, wenn man wirklich zu viel, dass man sagt, ich habe jetzt 10 oder 15 Kilo zu viel, dass man im Monat ein Kilo abnimmt. Es ist ein Schmarrn, wenn Sie 3 Monate lang, oder heute kann er aus ohne Bier in Bayern, also sagen wir mal 6 Wochen lang fasten und dann sehnen Sie sich nach der ersten halben Bier, das wäre natürlich gleich 3, 4. Und bis ja, Sie schauen, sind Sie schwerer wie vorher. Deswegen das Einzige, was Sie wirklich abnehmen können, ist, wenn Sie das Kohlehydrat ein bisschen reduzieren, das heißt das weiße Mehl ein bisschen reduzieren und dann holt sich der Körper das, was er so ein bisschen angelegt hat, da hinten, wo man sich weicher sitzt, ja, holt er sich dann und bis du schaust, hast du eine wunderschöne, schlanke Figur. Aber wichtig ist, dass man auf nichts verzichtet, dass man es genießt und dass man seinem seelischen Immunsystem auch ein bisschen das Gefühl gibt, das gehört auch noch dazu. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir ein bisschen Dinkelmehl rein. Man kann es auch komplett ersetzen, das Weißmehl. Ja, dann fühlt man sich schon genau ein bisschen besser. Also alleine der Name Dinkelmehl sagt schon, oh, also oh ja, super, der okay, Socks und die Platzl habe ich noch gar nicht gegessen. Genau. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt kommen die in den Ofen rein, bei wie viel Grad? 175. Bei wie lange? Unterhitze, ganz wichtig, nicht bei Umluft. Mhm. Genau. Und dann schaut man einfach. 15 Minuten ungefähr. Also man schaut einfach, bis sie ein bisschen. Also sie sollten halt nicht zu braun werden. Wenn man merkt, an den einen Ecken wird es ein bisschen bräuner, dann sollte man sie auf jeden Fall ja, rausnehmen. Und bei denen kann es auch sein, dass die ein bisschen kürzer brauchen. Weil und die dann kann man auch sagen, ich habe das ja wunderschön dünn ausgerollt, das sind nicht so dicke Batzen. Und wenn man sagt, Backpapier verbrennt das nicht bei 105, nein, das verbrennt nicht, das geht bis 240 Grad. Schützt natürlich das alles, es klebt nicht an und man kann es dann auch wunderbar runternehmen. Und jetzt werden wir es in den Ofen rein und wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Die Plätzchen haben wir aus dem Ofen rausgenommen. Schau, nichts ist verbrennt, wunderbar sind sie. Sie sind sogar schon ein bisschen ausgekühlt, also man kann da schon hinlangen, so heiß ist das auch nicht mehr. Und ich verfeinere jetzt einmal ein bisschen unsere Marmelade. Nein, Gelee. Da habe ich gesehen, darf ich das einmal sehen? Genau. Wir schauen mal her, das muss ich mal lesen. Das sieht man wirklich gell, hausgemacht. Johannisbeergelee 2019. Ich habe es alleine schon probiert, es schmeckt super. Und jetzt tue ich es ein bisschen verfeinern mit dem arabischen Kaffeegewürz. Da ist drin Kardamom, ein bisschen Kaffee, also ein bisschen Ingwer, also alles, was halt reingehört. Das hebt dann nochmal den Geschmack. Das macht ein bisschen witziger noch, ein bisschen frecher, schau her. Das geht ja gleich auf. Das hat auch jetzt eine gute Konsistenz. Und dass du die Chef-Einfüllerin bist, weil du das bei der Oma immer zu Hause gemacht hast, magst du das jetzt? Ja, auch so das Gelee, das erinnert mich total an meine Kindheit. Also vom Rezept her habe ich das von meiner Oma. Und ja, wir haben das immer auch morgens mit Toast und Quark gegessen. Aha. Echt super lecker. Schmeckt sicher nicht schlecht, gell? Schau her, schaut doch schön aus, oder? Das ist super. Also ich stelle fest, die habt ihr es nicht zum ersten Mal gemacht, sondern das habt ihr es drauf, die Nummer. Obwohl ihr zum ersten Mal vor der Kamera steht, das muss man auch einmal sagen. Oder? Genau, ja, zum ersten Mal. Maike, eine andere Frage. Wir haben zuerst gesagt, so ein Programm kannst du nicht aus dem Ärmel schütteln und sagen, jetzt fangen wir mal im Oktober an und dann läuft das gleich. Man muss ja 1-2 Jahre im Voraus schon versuchen, dass man die und die Künstler bekommt. Gell? Genau. Also wie ist denn das jetzt bei uns? Das weißt du besser wie ich.
Ja, also die Haupt-Comedy-Line, die buchen wir schon 3-4 Jahre vorher, weil die halt doch in der ganzen Show-Szene sehr begehrt sind. Was heißt die Haupt-Comedy-Line? Sind das die jetzt durchs Programm führen? Die durchs Programm, genau. Die durchs Programm führen, weil es halt einfach wirklich so ist, jede Show möchte natürlich die Besten für seine Show gewinnen. Und deswegen muss man da richtig früh dran sein, dass man die auch für sich gewinnen kann. Sehr gut. Und die haben wir natürlich schon. Auch die neue Saison ist jetzt natürlich schon, sind wir wild in der Planung. Wie heißt denn unser neues Programm? Unser neues Programm heißt Senses. Das ist sozusagen das englische Wort für Sinne. Genau, und die Sinnlichkeit vom Programm findet sich eigentlich überall wieder. Deswegen haben wir den Showtitel ausgewählt, weil es einfach perfekt dazu passt. Es werden alle Sinne angesprochen, vom Geschmack beim Essen, dann das Sehen der Künstler, das Fühlen mit der Story, die über das ganze Programm geführt wird. Deswegen auch mit den Begleitpersonen. Man geht ja meistens mit engen Personen ins Theater. Es kann natürlich auch mal ein Firmen-Event sein. Aber man geht ja oft auch mit Familie oder seinem Partner. Und da ist dann doch schon viel Gefühl dabei, wenn man dann abends im Theater sitzt. Genau, und das Hören natürlich. Wir haben ja auch Musik und Sänger und Gesang. Aber das muss man dabei. Mal sagen, ob das zwei Personen sind, ja, oder 20 oder 50 oder 100, es macht für jeden Spaß. Gell? Jeder kann sich da ein bisschen hineinsaugen in dieses Programm und ein bisschen mitmachen. Denn manchmal ist es so, da denkst du, ach, Wahnsinn, was ist denn das heute für eine Stimmung? Da flippst du aus. Gell? Ja. Und dann gibt es Tage, wo du denkst, was ist denn heute los? Haben sie sich irgendwo einen Reisnagel verschluckt oder was? Da geht das nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen ist es immer ein Rieseneffekt, wenn ich da zum Schluss, das ist nicht wegen mir, sondern die Stimmung ist schon so da. Und da kann man natürlich zum Schluss kommen und ein bisschen singen oder irgendwas machen und sich bedanken bei den Leuten, weil das ja wirklich immer Spaß macht, wenn man die fröhlich sieht und happy und sind gut drauf und sagen, unbedingt, das muss ich meiner Oma sagen oder meinem Sohn oder wen auch immer. Und so gesehen ist der Gast die beste Werbung. Denn ein zufriedener Gast, der gibt es gerne weiter. Ja. Und der kann das auch erklären. Weil wenn du sagst, hast du fürs Theater eine Karten gekriegt, dann sagen wir, ja, für was denn? Aber wenn du das erklären kannst, weil du selber dort warst, dann kannst du wesentlich leichter einen überzeugen, als wenn du es nur irgendwo in einer Zeitung liest oder im Fernsehen sehen darfst. Das macht natürlich auch an. So, und am Schluss natürlich, wenn die Plätzchen fertig sind, machen wir natürlich, was ist man? Ja, ganz machen wir natürlich noch ein bisschen Puderzucker oben drauf, dass es natürlich noch schöner aussieht. Super, einmalig. Genau. Und dann kommt natürlich der beste Part für alle. Essen. Das Essen. Genau. Da freuen sich alle am meisten. Genau. Sehr schön, sehr, sehr schön. Anna, das macht schon Spaß. So. Perfekt. Stellen wir es auf unser Teller. Wir haben ja schon welche hergerichtet, das müssen wir mal sagen. Wir haben natürlich eine Nummer vorgepackt, weil sonst geht das ja alles nicht so. Aber da sind schon ein. Und jetzt, ihr zwei geht's da her. Trinken wir's, machen wir jetzt erst. Vielen Dank. Auf uns. Prost, Prost. Tschüss. Gut gemacht. Kompliment, richtig gut. Danke. Also. Also man kann jetzt auch einen Ingwerpunsch dazu trinken, man könnte auch einen Glühwein trinken, einen Jagertee trinken oder ein Ingwerwasser trinken, gell? Für die ganzen, die überhaupt keinen Alkohol trinken, aber so ein bisschen, wenn da ein bisschen was drin ist, oder eine Glühweinschorle, das heißt 50% Ingwerpunsch und 50% Glühwein, schmeckt gut, man ist nicht so schnell blemblem, man kann ein Glas mehr trinken und es macht richtig Spaß. Jetzt soll ich sagen, probieren wir mal eins, bitte. Das ist ja wirklich klasse. Das, was mir gut gefällt, ist, dass sie nicht so dick sind, so pappig sind, dass sie fein und klein sind. Und da hat man richtig Lust, reinzubeißen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich einen Stift dabei habe. Jawohl. Das schaut sich von mir im Buch. Aber die Maike. Ja. Jetzt links. Freundschaft. Das ist die Maike, gell? Vielen Dank. Koch ich auch nichts noch. Aber ich kann nur sagen, die Bilder sind super. Die Christine. Das ist meine Signatur.
so, dann auch viele Ringerl. Aber als ich schreiben gelernt habe vor 60 Jahren, da hat man ja die deutsche Schrift gehabt, dann hat man die Normschrift gehabt, die lateinische Schrift haben wir gehabt und die Druckschrift mussten wir machen. Und aus diesem Zirkus ist dann das entstanden. So ein bisschen so Geringel und Gehackel und so ein bisschen. Schaut gut aus, aber ich kann es leider selber nicht lesen. Ja, aber das bringe ich gerade noch zu. So, meine Damen, jetzt darf ich mal sagen, nochmal vielen lieben Dank. Ich habe es sehr, sehr gut gemacht, richtig Kompliment. Zuerst habe ich mir gedacht, wenn wir da, oh, ob die das schon bei Platzl gebacken haben, aber ihr habt mich leider eines anderen belehrt. Ihr habt es richtig gut drauf gehabt und ich muss nochmal sagen, diese detaillierte Handwaben und das und da, da merkt man, dass ich das gemacht habe, weil das muss eigentlich wichtig sein, sonst sagt man das nämlich nicht. Gell? Ja, vielen Dank. Nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns im Theater. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.